Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt eine kleine Wanze. Ja, das ist ein ziemlich niedliches Kinderlied, aber ganz so niedlich finden wir die meisten der Protagonisten nicht unbedingt. Wanzenmäßig ist tatsächlich gerade relativ viel los bei uns in Hessen. Ich bin bei Frank-Uwe Pfuhl vom NABU. Hallo, Herr Pfuhl. Hallo. Also ich habe hier gerade schon so ein Exemplar, das haben wir bei Ihnen im Garten angesammelt. Ach, so ein schönes auch noch. Ne? Die Feuerwanze, das ist so die Lieblingswanze vieler Kinder auch. Das stimmt. Das Brillenmuster auf dem Rücken drauf, eine wirklich schöne Wanze. Tatsächlich finde ich ja auch, ist das eine relativ sympathische Wanze, wenn man das so sagen kann, optisch. Warum haben dann Wanzen aber trotzdem so einen schlechten Ruf? Also sind das wirklich alles Schädlinge? Eine Art. Wir haben 900 Arten hier in Deutschland. Mhm. Eine Art, die lauert einem im Bett auf, aber die kommt nicht aus dem Garten. Das ist die Bettwanze. Alle anderen 900 Arten machen uns Menschen überhaupt nichts, außer vielleicht ein paar Flecken aufs Gemüse. Okay. Aber sonst, das heißt, die sind auch überhaupt nicht giftig für uns? Und überhaupt nicht, genau. Mhm, richtig, die können manchmal ein bisschen riechen, aber das ist dann schon alles. Gut. Das können die meisten so. Ja, genau. Aktuell ist aber gerade eine Wanzenart so ziemlich im Gespräch und das ist die grüne Reiswanze. Was hat es mit der auf sich? Ja, die grüne Reiswanze ist seit einigen Jahren bei uns eingeschleppt, so ungefähr seit Anfang der 80er Jahre in Deutschland unterwegs und verbreitet sich so langsam durch die Gärten und über Paprika und Tomaten und hinterlässt da entsprechende Flecken. Genau da komme ich zum Video von einer Kollegin, das sie mir geschickt hat. Die hat nämlich einen Gemüsegarten und da ist eben auch ordentlich was los, was die grüne Reiswanze anbelangt. Das zeige ich Ihnen jetzt einfach mal. Da sind schon ein paar richtig dicke Exemplare unterwegs. Da sind auch mehrere Stadien drauf. Die Wanzen entwickeln sich ja über 5 Nymphenstadien, also die Larven, Hasen, Nymphen. Und immer wenn die ein bisschen wachsen, müssen sie sich häuten und verändern dummerweise jedes Mal die Farbe. Das sieht man hier auch ganz gut in meinem Buch. Also, Ach, das ist alles dieselbe Wanze? Das ist alles dieselbe Wanzenart, alles die grüne Reiswanze. Und hier haben wir ein recht frühes Stadium und das entwickelt sich entsprechend weiter, wird immer grüner und bis zum fertigen Insekt, da ist dann die Reiswanze ganz grün und nur noch an so weißen Flecken zu erkennen. Das heißt, Sie würden jetzt meiner Kollegin raten, okay, die dunklen Stellen im Gemüse einfach rausschneiden, sonst macht es nichts. Ja, genau. Aber trotzdem möchte ich jetzt keine Wanzen unbedingt auf meinem Gemüse. Man sollte schon ein bisschen dezimieren, weil zu viele Flecken kann auch dazu führen, dass das Gemüse ganz abstirbt. Und von daher einfach absammeln, weil alle anderen Mittel helfen nicht. Das heißt, einen Pinsel schnappen, den habe ich ja auch schon gesehen und dann wegpinseln. Das ist ganz einfach. Also einen Eimer drunter halten oder ein Eimerchen und dann runterpinseln und dann weg damit, zum Beispiel in den Nachbarsgarten. Aber dann kommen sie wieder. Dann kommen sie wieder und dann hat man vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr Stress mit dem Nachbarn. Richtig, genau. Kommen die zu uns noch rein? Weil manche Wanzen suchen ja gerade dann im Herbst ein paar trockenere Ecken und landen dann am Ende bei uns in der Wohnung. Ja, manche Wanzenarten ja, aber die Reiswanze landet nicht bei uns im Haus. Und die, die dann zu Hause sind, dann genauso einfach einfangen mit der Streichholzschachtel und raussetzen und dann können die weiterleben. Super. Herr Pfuhl, vielen Dank für die Einordnung und für die ganzen Tipps. Also die meisten Wanzen sind jetzt gar nicht mal so dramatisch. Einfach einsammeln, woanders hinpacken und dann kriegen wir auch diese Wanzenphase gut rum.